Moin, ihr großartigen Spieler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Ben und ich freue mich sehr, denn endlich stellen wir uns dem Hirschkönig und führen ihn seiner gerechten Strafe zu. Darauf haben wir lange hingearbeitet. Wir sind ja mittlerweile schon in der 22. Folge Pathfinder Kingmaker und es wird auch langsam wirklich Zeit, mal ein bisschen Action hier reinzubringen. Also, Festung des Hirschkönigs, eine wehrhafte Banditenfestung und Wohnsitz des Hirschkönigs persönlich, erbaut auf uralten iobaranischen Ruinen. Gehen wir mal hin. So, auf geht's. Erst ein bisschen erkunden, dann Hirschkönig. Gibt hier ein paar Sachen zu beachten. Da vorne steht schon Kressel. Das sollte nicht nur friedlich zu lösen sein, die wird uns, glaube ich, sogar helfen, weil wir vorher gut mit ihr umgegangen sind. Na, wir quatschen sie mal an. Na, wenn das keine Überraschung ist, begrüßt dich Kressel. Sie scheint konzentriert, aber missmutig zu sein. Ich will dem Hirschkönig einen Besuch abstatten und fürchte, er wird nicht allzu freundlich sein. Wieso gehen wir nicht gemeinsam? Ich könnte im Kampf ein wenig Hilfe gebrauchen. Warum habt ihr beschlossen, euch gegen den Hirschkönig aufzulehnen? Ich habe endlich meinen Kopf benutzt, Kressels Worte klingen verbittert. Ich wuchs in Restorf auf und hasste die Heuchelei dort. Die Aldori tun so, als wären sie die tapferen Verteidiger der Gerechtigkeit, wagen es aber nicht einmal gegen die Sotovas das Wort zu erheben. Der Hirschkönig, er schien anders sein. Mächtig, bedrohlich, wie eine riesige Welle, die auf die Küste zurollt. Er sagte, er würde hier ein neues Königreich errichten und versprach jedem, der bereit war, unter seinem Banner zu kämpfen, ein neues Leben. Und jetzt sitzt er in seiner Festung, betrinkt sich und schüttelt die Kissen in seinem Schlafgemach für irgendeine Königin auf, von der ich nicht mal weiß, ob sie real oder nur das Hirngespinst eines Säufers ist. Ich habe ihm vertraut, in seinem Namen hätte ich beinahe Svetlana getötet, die einzige lebende Seele, die jemals nett zu mir war. Ich habe mich geirrt und will meinen Fehler mit meinen eigenen Händen wiedergutmachen. Ich werde dieses Land vom Hirschkönig befreien. Und, wie sieht euer Plan aus? Welcher Plan? Ein Kampf ist ein Kampf. Sie werden mich und meinen Begleiter in die Festung lassen, ohne Fragen zu stellen. Sobald wir drin sind, rufen wir den Hirschkönig und sagen ihm, dass es Zeit wird, seinen königlichen Ambitionen zu untermauern. Ein direkter Angriff ist möglicherweise nicht die beste Option. Ich werde einen anderen Weg in die Festung suchen. Bleibt wachsam und stoßt zu mir, wenn ihr Kampfgeräusche hört. Ressel tritt gegen einen kleinen Stein am Boden. Schön, aber beeilt euch. Dann wollen wir uns mal sputen. Ich glaube, hier rechts, da gibt's gar nichts. Da ist irgendwas zu kämpfen. Das weiß ich noch. Was war das denn? Und was zu finden. Irgendein Bug ist da. Ah, ein Wolf. Ja, und da liegt auch ja, ein paar Wölfe und hier liegt so eine Leiche. Genau. Ja, wir haben jetzt auch magische Unterstützung. Octavia ist dabei. Ein Magier dabei zu haben, schadet sicher nicht. Wobei die ja halb Magierin und halb Schurke ist. Eine menschliche Leiche mit Folterspuren. Möglicherweise ein Gefangener der Banditen oder einer ihrer eigenen Leute, der für irgendeinen Verstoß bestraft wurde. Mhm. Da war, soweit ich mich erinnere, nicht mehr. Zwar Karte aufdecken kann man trotzdem. Nö, da ist nicht mehr. Richtig erinnert. Gehen wir mal dahin. Ah ja, die können auch unten rum. Ist klar. Da ist das Haupttor, da wollen wir aber nicht durch. Die sind ja schlau. Nehmen ein bisschen Umweg, dabei finden wir noch ein bisschen Schätze. Wir müssen, glaube ich, irgendwas. Zombies, ne? Ja, genau, Zombies waren das. Da kommen schon die nächsten. Das werden noch mehr. Also, willkommen zu Pathfinder Kingmaker The Walking Death Edition. So
Könnte ich fast als Titel nehmen, ne? Pathfinder Kingmaker The Walking Death Edition. Kampf mit dem Hirschkönig oder so. Guckt das dann jemand? Klickt da jemand drauf? Oh, ich glaube, da wird drauf geklickt, ne? Mal gucken, ob das passt später. Da kommen noch mehr Zombies. Zombies! Wenn ihr übrigens, das fällt mir gerade so ein, auf ein bisschen Grusel steht, dann könnt ihr euch ja mal den Kanal vom German Horror Guy angucken. Den habe ich jetzt, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich kennengelernt. Der fängt seinen Kanal auch gerade an und macht ganz viele Let's Plays zu Horror Games. Sehr spannend. Ich finde den echt nice, den Typen. Und, ja, wir tauschen uns viel aus und helfen, supporten uns ein bisschen und so. Aber, ja. Guck da ruhig mal rein. Von dem Kampf ein bisschen abgelenkt. Zombies. Ist zwar nicht so schwer, aber ich bin nicht so multitaskingfähig. Alte Ruinen mit einigen neueren, aber ebenfalls zerstörten Gebäuden. Offenbar wollte hier schon vor dem Banditen jemand siedeln. Ja, hier siedelt bald jemand ganz was anderes. Und zwar wir. Denn sobald wir den Hirschkönig bezwungen haben und zu Yamandi Aldori zurückkehren, die uns ja den Auftrag gegeben hat und uns als Belohnung unsere Baronie über die Raublande versprochen hat, bekommen wir hier diesen Landstrich für unsere Hauptbasis, Hauptstadt unserer Baronie zur Verfügung gestellt und ja, dann wird das hier alles uns gehören. Hier müssen noch was liegen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Da dürfte nichts mehr sein, hier geht's zum Haupttor, aber die Karte eben aufdecken. In der einen Leiche vorhin übrigens waren 700 Goldmünzen drin. Oder 722 oder so, ich weiß nicht mehr. Das hat mich doch gefreut, aber irgendwie habe ich vergessen, es zu erwähnen. So, wir gehen nämlich nicht durchs Haupttor, sondern wir hüpfen hier über die Mauer. Das kann man mit einem Beweglichkeitswurf oder Athletikwurf schaffen. Man hat hier zwei Chancen, je nachdem, wo man gerade ganz gut ist. Wir haben beides ganz gut geskillt. Deswegen klicke ich jetzt einfach mal auf Athletik. Wenn man da nicht drüber kommt, dann muss man halt durchs Haupttor. Da muss man sich offen mit denen konfrontieren. It is done. Oh, das hat geklappt. Habe ich auch nicht anders erwartet, denn wir haben schon darauf geachtet, das ganz gut hochzuskillen. Wir werden jetzt als erstes hier mit dem Akiros Insmort quatschen. Das ist so ein bisschen die rechte Hand vom Hirschkönig. Und das kann man auch friedlich lösen. Wir müssen den halt nur überzeugen. Da müssen wir halt nochmal gut würfeln. Wir haben Besuch. Ein großer Mann mit breiten Schultern und vorzeitig ergrautem Haar starrt dich an, geht aber nicht zum Angriff über. Ihr müsst die Gesandte aus Restov sein, von der ich schon so viel gehört habe. Ich kann euch vermutlich nicht einfach bitten, die Festung in Frieden zu verlassen, im Namen Erastils oder einer anderen Gottheit eurer Wahl. Wir müssen die Sache also wohl anders regeln. Akiros hebt sein Schwert und lässt dich nicht aus den Augen. Wer seid ihr? Akiros Insmort, die rechte Hand des Hirschkönigs. Also, wollen wir weiter Freundlichkeiten austauschen oder zieht ihr euch hinter die Mauer zurück? Oder noch besser, zurück nach Restov?
Wir versuchen mal den Diplomatiewurf. Ich glaube, den habe ich noch nie versucht. Der ist aber auch schwer. Helft mir, dem Hirschkönig das Handwerk zu legen. Ihr bekämt dadurch eine neue Chance und eine verlässliche Verbündete. Erfolgreich. Akiros starrte ich mit versteinerter Miene an. Ein Bündnis? Ah, nun, hätte sich mein Anführer nicht so schnell mit Wein betäubt, würde ich euch vermutlich nicht einmal zuhören. Aber früher oder später wird der Hirschkönig sich selbst oder uns alle töten, wenn wir nichts unternehmen. Also gut, ich bleibe in der Nähe und helfe euch, wenn ihr gegen ihn kämpft. Akiros starrte ich mit versteinerter Miene an. Ach so, das hatten wir schon. Wartet, habt ihr gerade die rechte Hand des Hirschkönigs überzeugt, auf eure Seite zu wechseln? Gut gemacht. Das war Octavia. Ich hoffe, ich bereue diese Entscheidung nicht. Sehr gut. Bei allen anderen Optionen wäre der, glaube ich, einfach abgehauen. Oder wir hätten es nicht geschafft und er wäre dann eben gegen uns gewesen. Das war jetzt die bestmögliche Option. So, jetzt gibt es ein bisschen was zu beachten. Ich speichere das mal einmal ab. Ich habe auch keinen Bock, dass das schief geht. Im Zweifel laden wir halt neu. Wie? Er speichert aber lang hier. Immer noch? Okay. Ja, jetzt geht's weiter. Und zwar gibt es hier ein paar Wachengrüppchen, die muss man bekämpfen. Ich glaube, man kann sich auch vorbeischleichen, aber die werden dann hinter in den Kampf gerufen. Deswegen sollte man die nacheinander eliminieren. Die sind aber so drauf, wenn die am Verlieren sind, diese Wachengrüppchen. So, jetzt müssen wir in den Kampf, aber ich wollte auch nur hier vor. Ich glaube, wenn nur noch ein oder zwei stehen, dann fangen die nämlich an, nach Hilfe zu rufen. Also, oder die rennen dann weg und läuten so eine Alarmglocke. Und dann hat man alle an der Backe. Und das würde ich doch ganz gerne vermeiden. Deswegen mache ich hier mal so ein bisschen Focus Damage, alle auf einen. Und dann eliminiere ich die einen nach dem anderen. Und immer schön versuchen hier die, da jetzt läuft er, die Schwächsten, also ich gehe mal davon aus, dass irgendwelche Stoffträger nicht so viel wegstecken, schön für den Schluss aufzuheben. Also wenn ein Plattenträger wegläuft, dann ist das schon ärgerlicher. Ja, die erste Runde ging an uns. Das freut mich. So, hier bei dem Brunnen, da müsste eigentlich was liegen, ne? Ja. Ja, ich habe das hier schon ein paar Mal. Ach, ich weiß gar nicht, wie oft ich den Hirschkönig schon erledigt habe. So. Aber die Selbstsicherheit, die tut manchmal nicht gut, dann übersieht man auch Sachen. Da sind wieder Banditen. Mal gucken, was wir hier. Ich glaube, kommen da von hier oben noch welche dazu? Wir werden es gleich sehen. So. Ja, erstmal den hier. Ja, der holt schon Hilfe. Gut gemacht. Wir könnten jetzt das Tor aufmachen, dann kommt Kressel rein. Aber soweit ich mich erinnere, dann stürmt Kressel auch direkt weiter nach vorne und sucht den Kampf. Das muss halt nicht unbedingt sein, wenn es sich vermeiden lässt. Finde ich. Außer man steht drauf halt, dann hat man einen fetten Kampf mit viel Unterstützung und allen möglichen Gegnern. Das ist natürlich fett, kann auch Spaß machen. Okay, okay, okay. Nee, der soll uns nur nicht entdecken. Ah, egal.
Okay. Ich will mal hier vorgehen, damit ich ein bisschen in der im Weg stehe. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Ich will zumindest in der Laufbahn stehen von dem Schützen gleich, wenn der losläuft. Sonst geht das nämlich schief. Wenn man den hinterherlaufen muss, dann rennt man in die nächste Gegnergruppe rein und das endet nicht schön. Das ist das erste Mal, dass wir hier ein bisschen taktisch vorgehen müssen. Das hat man dann später häufiger. Und selbst auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden, wenn man das nicht weiß und da drauf reinfällt, dann hat man auf einmal alle an der Backe. Uncool. Da wollte ich gar nicht rein. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwelche Knöpfe gedrückt, die ich nicht drücken wollte. Wilder Wolf. March on. I'm not afraid. Die Wölfe holen keine Hilfe, ausnahmsweise mal. So, die Schatulle, die wir da unten so gierig plündern wollten, die machen wir jetzt mal. Lindsay kann mal eben den Paar ein bisschen heilen. Na. Ah, das hat noch nicht gereicht. Und hier ist noch eins. Ja, das reicht erstmal. Hatte ich schon erwähnt, dass die Folge heute eventuell ein bisschen länger wird. Oder sehr wahrscheinlich, nicht nur eventuell. Denn wenn wir dann schon den Hirschkönig gestellt haben, dann würde ich auch gerne direkt zur Yamandi Aldori gehen und die Quest abgeben. Die Fässer können wir verschieben, dann kommen wir hier hinten an das Döschen ran. I am finished. Jawohl, an die Truhe und die Dose. Ja. Dann würde ich halt auch gerne direkt zu Yamandi Aldori gehen und die Belohnung abholen. Wie es scheint, wollten die Banditen hier schwere Befestigungen errichten. Ah ja. Die Schuften. Da ist ein Eulenbär drin. Den Eulenbär können wir auch befreien, damit er uns hilft im Kampf gegen den Hirschkönig, aber ich glaube, der stürmt auch direkt drauf los. Ein einfacher Pferch für ein großes Tier. So, hier müssen wir jetzt. No stopping now. Und ja, hier ungefähr ist nämlich diese Alarmglocke. Und ich speichere mal nochmal ab. Das hat so gut funktioniert bis jetzt. Das muss nicht sein, dass uns das Ding um die Ohren fliegt. So. Jetzt geht's weiter. So, den lasse ich da mal wieder rüberlaufen. Dass die schön zusammenstehen. Da ist das Alarmglöckchen. So, in dem Fall machen wir jetzt mal hier den Stoffi zuerst. Der macht nämlich ein bisschen Schaden. Und nervt. Das haben wir
Oh, da ist der nächste schon draufgegangen. So, erstmal ein bisschen hier zwischen und dann sammeln. Da ist die Alarmglocke. Der Weg ist nämlich jetzt auch sehr kurz. Ja. Die will auch schon wieder Alarm schlagen hier. Geschafft. Sehr schön. Unser Inventar ist auch schon wieder voll. Da ist nichts, glaube ich. Nee. Follow me. So, das erkunden wir später. Jetzt haben wir noch ein oder zwei Kämpfe vor uns. Also wir könnten jetzt hier direkt zum Hirschkönig los. Aber das machen wir nicht. Sondern da sind noch welche. We will be victorious. Genau dasselbe Prinzip, die rufen sonst auch Hilfe. Einen nach dem anderen erledigen und dann... Kleriker muss weg. So, erst ein bisschen sammeln, Leute. Und dann gehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, nochmal eine Diplomatie-Option. Oder ein Kampf. Diplomatie oder ein Kampf. Would you look at that? Da haben wir irgendwas gefunden. Da. No stopping now. Aber... Wir reden ja mal mit den beiden Kameraden da hinten. Ja, da ist eine Falle. Nein! Oh, ich dachte, mit denen könnte man reden. Da habe ich wohl falsch gedacht. Strike with all your might! Dieser Donovan, der hat sich unsichtbar gemacht. Da ist er. Und schon wieder unsichtbar gemacht. Was für ein Herzchen. Ich glaube, der gibt gleich auf und will, dass wir ihn gehen lassen oder sowas. Ja. Halt, wir können uns doch gar gewiss einigen. Ihr habt vermutlich schreckliche Dinge über mich gehört, aber ich bin ein vernünftiger Mann, kein verrückter Mörder. Wenn ihr mich gehen lasst, werde ich diese Gefilde verlassen. Im Tausch für mein Leben verrate ich euch, wo ich meinen Anteil der Beute aufbewahre. Dovan von Nishroch steht immer zu seinem Wort. Ein vernünftiger Mann, der willentlich einen Pfad der Gräueltaten beschreitet, ist 100-mal gefährlicher als ein Wahnsinniger. Ihr könnt ihn nicht gehen lassen, Aydin Garuda. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Es ist rechtschaffen böse, wenn wir ihn gehen lassen, aber im buddhistischen Sinne würde ich ihn doch jetzt eher gehen lassen, weil töten, wenn, ist nicht gut.
Deswegen lasse ich ihn jetzt auch gehen, tatsächlich. Ich glaube, hab ich den jemals vorher schon mal gehen lassen? Ich glaube nicht. Aber wenn wir Töten vermeiden können, selbst wenn es rechtschaffen böse ist, tun wir es. Abgemacht. Aber solltet ihr euer Versprechen brechen, werdet ihr es bedauern. Selbst wenn ich mir dazu einen Weg aus dem Abyss bahnen muss. So viel ist eure Ehre also wert? Eine Handvoll Blutgeld? Oh, das hat Valerie gar nicht gepasst. Dovan atmet durch. Ich wusste, es war ein Fehler, mich mit diesem Gesindel abzugeben. Meine Versteck... Oh, da ist wieder ein kleiner Tippfehler. Nicht schlimm. Mein Versteck ist in dem Graben links neben dem Tor. Leb wohl. Es ist schön, mit jemandem Geschäfte zu machen, der weiß, wie man auf seine Kosten kommt. What's that? Ja, nochmal schön draufhauen. Halt! Wir können... Ja, fortfahren. Haben wir doch schon. Abgemacht. Nee. Das hatten wir doch schon, oder? Na egal, haben wir doppelt Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ja, zwei Kommandeure stellen keine Bedrohung mehr dar. Hier mal noch die Falle entschärfen. Octavia macht das jetzt. Ist Lord die da? Ist die da reingelaufen? Oh, das hätte von mir kommen können. Geil. Okay, gibt's halt noch Erfahrungspunkte durch Wölfe töten. Wow. Ist die da reingelaufen? It is done. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Dressel will ich schon dabei haben. Gehen wir jetzt auch erstmal zu Dressel, dann können wir auch nochmal einen Blick in den Graben werfen, wo ja der Schatz von dem Donovan sich befinden soll. Oh, da habe ich noch was übersehen. Einige der Waren sind blutverschmiert. Es ist nicht schwer zu erraten, welches traurige Schicksal ihr Besitzer ereilt hat. So, geöffnet. Im Graben links. Meint er jetzt links vom Dings aus, oder? Oder haben wir den Schatz schon geborgen? Nee, da ist jetzt was. Sehr schön. Schätze sind immer gut. Und wenn man dadurch noch ein Leben retten konnte, umso besser. Besser als töten und keinen Schatz, oder? Oder rede ich mir das gerade schön? Ich glaube nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Ich weiß allerdings nicht, ob das später noch Konsequenzen hat, diesen doofen Laufen gelassen zu haben. Das könnte natürlich sein, dass der uns nochmal begegnet jetzt. Das weiß ich nicht, weil ich habe es noch nie getan. Das ist spannend, mal das Spiel nach so einem Motto zu spielen, denn dadurch macht man einige Dinge dann doch anders, als man sie sonst aus Gewohnheit macht. Onwards. So, Kressel. Aber reingehen und nicht direkt den Hirschkönig rufen, bitte. Get a nice walk-in. Can we go to the fortress already? Ach so, wartet hier, während ich mich... Gut, dann kommt die dazu, sobald wir gegen den Hirschkönig kämpfen. Okay. Ja, dann lassen wir jetzt den Eulenbären frei. Ob den müssen wir erstmal mit einem Naturwurf oder so besänftigen. Das kann Amiri machen. Also sollt ihr Glück versuchen. Dann heilen wir hier die Gruppe aber auch nochmal hoch. Das kann Harima machen.
das... Oh, komm, einmal geht noch. Ja, das sollte reichen. Der Hirschkönig dürfte ohnehin angeschlagen sein, weil wir haben ja den Wein vergiftet. Ich glaube, das wird jetzt kein besonders harter Kampf mehr. Wir haben hier gut aufgepasst, kein Mist gebaut, den Wein vergiftet. Die ganzen Anführer sind auf unserer Seite. Den Bären, den kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch noch. Der eingesperrte Eulenbär scheint Angst zu haben, als du dich näherst, knurrt er leise. Er sieht stark genug aus, um die Tür des Käfigs zu zerstören. Ja, Naturwurf, den Eulenbär beruhigen. Wurf erfolgreich. Der Eulenbär scheint in letzter Zeit ziemlich malträtiert worden zu sein, vermutlich von einem gewissen Druiden. Er hat Angst, ist wütend und will sich an seinem Peiniger rächen. Er scheint zu wissen, dass du keiner von ihnen bist und wird dich vermutlich nicht angreifen. Dieser Eulenbär wird uns beim Kampf gegen den Hirschkönig helfen. Ja. Der von dem Banditen gefangene Eulenbär stellt keine Bedrohung mehr für uns dar. Ich glaube, der bricht da aus, wenn wir jetzt hier den Hirschkönig triggern. Ich glaube, wir müssen nur hier rangehen. Das triggert den Hirschkönig. Ach, da ist er ja schon. Nee. Jetzt kommt der Hirschkönig. Alarm, Alarm, ruf den Hirschkönig. Das ist der Hirschkönig. Was für eine miserabler Wein hast du mir da gebracht? Mir dreht sich der Magen um. Ja, sehr gern geschehen. Wir haben den ganz speziellen Jahrgang serviert. Ja. Wir machen die jetzt ganz gemütlich hier einen nach dem anderen platt. Da kommen unsere Banditenhelfer, Kressel und Akiros. Ja, sehr schön. Ah, da haben wir noch mehr Unterstützung. Der Eulenbär kommt. Bis der da ist, ist das hier schon lange gelaufen. Das hätten wir noch machen können, vorhin hier hinten rumgehen. Da wäre der Hirschkönig hinten, aber dann hätten wir den zuerst platt machen können. Der ist aber gleich sowieso hinüber. Na, Aydin, kriegst du den Todesschlag? Ich darf nicht fallen. Nach so langer Zeit habe ich gelernt, zu stehen. Der Hirschkönig umklammert mit seinen blutigen Fingern einen Talisman, als wäre dieser seine letzte Hoffnung. Du hörst ein schnappendes Geräusch, ehe der Brust des Hirschkönigs ein schwacher Seufzer entfährt. Oh. Nehmen wir mal chaotisch gut. Ich kenne den Schmerz, den ihr in eurem Leben ertragen musstet, aber das entschuldigt nicht die Gräueltaten, die ihr begangen habt. Erspart mir euer Mitleid und euer Unheil. Ich werde jetzt schlafen. Ich werde auf sie warten. Mein Traum. Ja, gute Nacht. Das war's. Alles einsammeln. Weiß gar nicht, können wir jetzt noch hier mit Akiros im Kressel quatschen? Ich glaube ja. I see something. Ah, noch was gefunden. Schön.
Der Ort, den die Banditen für ihre Festung gewählt haben, ist wie geschaffen für die Gründung einer Stadt. Er lässt sich gut verteidigen und ist gut geeignet, um dort zu leben und zu handeln. Ja. Haben wir auch vor. Ich weiß nicht. Nicht das und die anderen jetzt noch da? Wir suchen die auf dem Rückweg. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Okay, hier drin sind noch ein paar Fallen. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir da nicht reintrotteln. Ja. I see something. Done and done. Nächste Falle. I did as you asked. I did as you asked. Der Boden ist mit leeren Weinflaschen übersät. Die Flaschen aus dem Lager der Banditen am Dorffluss, Dornfluss sind auch dabei. Ja, das war unsere Lieferung. Done and done. Liegt noch ein Hammer. War auch mit. No stopping now. So, so, so. I found something interesting. I did as you asked. Das luxuriöse Bett ist unberührt. Offenbar hat seit einiger Zeit niemand darin geschlafen. Und hier wartet noch ein letzter Kampf gleich auf uns. Erstmal das Fass plündern. Nämlich der Vater vom Hirschkönig. I did as you asked. Der Ausgang in den Hinterhof der Festung wirkt verlassen. Offenbar benutzen ihn die Banditen nur selten. Okay, da war gar nichts drin in der Kiste. Auch gut. Na, da sind sie alle. Eulenbär. Wollen wir mit dem Eulenbär noch was machen? Nein. Ressel. Ich habe an euch geglaubt, Hirschkönig, und jetzt seid ihr nur ein toter Haufen Knochen. Akrios, Insmord. Mir scheint, der Wind dreht sich. Der Wind und vielleicht noch mehr. No stopping now. Ja, ein paar Pferde. Gut. Dann gehen wir mal hier zur Karte. Das Stückchen beschleunige ich euch gleich. Oh, da liegt noch was. Ich hole das ab. Gehe zur Karte. Das mache ich gleich in Zeitraffer. Beim Schnitt. Erspare ich euch das. Thank you.
So, alle versammelt. Gleich geht's auf die Karte. Ich betreibe noch ein bisschen Inventarpflege. Auch das schneide ich euch raus. Das ist langweilig. Bis gleich. So, ich habe das Inventar so weit aufgeräumt, dass wir nicht mehr überlastet sind und gleich weiterziehen können. Was ich mit euch aber zusammen mache, ist die neue Ausrüstung, die wir beim Hirschkönig und hier auf der Map gefunden haben. Die werde ich mit euch zusammen verteilen. Was machen wir jetzt? Wir haben einmal die Fellrüstung, die bekommt Amiri. Ist eine mittlere Rüstung, ist gut geeignet für Amiri, passt auch vom Fell her zur Klasse Barbarin. Finde ich immer ganz nice. Gebe ich ihr gerne. Hat Harim schon so einen guten Schild? Nein, Harim kann hier einen besseren Schild haben. Was hat der hier? Kette 6. Kette 5, nee, könnte vielleicht. Hat sie schon. Was hat Harim? Achso, da waren wir gerade. Das ist Aegis des Waldlandes. Leichte Rüstung beschlagen. Nein. Ja, leichte Rüstung kann sie tragen. Soll sie dann auch bekommen. Die macht was? Diese beschlagene plus 2 Lederrüstung gewährt ihrem Träger die Fähigkeit, einmal täglich den Zauber Rinnenhaut als Druide der Stufe 3 zu wirken. Bin gerade am Überlegen. Nö, das passt schon. Vielleicht kriegt die später mal Amiri. Aber die Fellrüstung ist gerade ganz gut. Die Kettenrüstung geben wir erstmal nicht weiter. Dann haben wir noch Waffen. Cookie. Kann sie noch nicht nutzen. Ja, hier so ein Großdolch. Kann den sie mal bekommen. Mhm. Die bekommt keine Waffen. Nur für sie. Das hier. Ein Langschwert. Umsäbel. Zweihänder. Nö, braucht sie alles nicht. Die hat ihren Zweihänder. Vinci ist ja auch ausreichend bewaffnet. Harim. Einhänder oder zweihändige Keule? Dann haben wir gerade nichts für Harim. Was hier vielleicht? Schwerer Streit haben wir. Aber 7 noch, das macht ein bisschen mehr Schaden hier. Kann er eigentlich benutzen, den Streithammer. Ja. Ja, passt doch irgendwie zum Zwerg. Sieht aus wie eine Spitzhacke, ne? Gibt's für dich Waffen? Was haben wir denn da? Kampfstab. Ist ja Magier. Das finde ich hier immer so ein bisschen merkwürdig. Magier mit Bogen oder Kampfstab, das finde ich immer so. Oh. Fragwürdig. Lassen wir erstmal so, wie es ist. Nee, lassen wir vielleicht nicht. 1 bis 6 Kurzbogen. Was haben wir hier noch? 1 bis 6 Kompositbogen. Nimm mal so einen Kompositbogen. Sieht schicker aus. So. Dann haben wir noch ein bisschen Schmuck gekriegt. Wir haben den Helm vom Hirschkönig. Dieser Helm richtet den Blick seines Trägers auf die Schwachstellen der Gegner. Er gewährt einen Verständnisbonus von plus 1 auf Angriffswürfe. Auf dem falschen Fuß erwischte und in die Zange genommene Ziele. Passt gut zum Barbaren. Schon alleine wieder vom Stil her. Bin nicht gut. Der Fellumhang. Umhang des Winterschleiers. Dieser Mantel gewährt seinem Träger einen Resistenzbonus von plus 1 auf alle Rettungswürfe sowie Kälteresistenz 10. Kriegt auch unsere Barbarin. Das passt gut. Hat sich jetzt nichts erhöht, weil der Mantel hatte auch schon Resistenzbonus. Alle gut. Die Stiefel. Kompetenzbonus von plus 5 auf Beweglichkeitswürfe. Passt halt auch zur Amiri. Aber ich glaube, die kriegt jetzt erstmal hier unser Mönch, weil der braucht ja auch ein bisschen Beweglichkeit.
Und der hat sonst nicht so gute Rüstung. Bogenschütze. Kriegt später. Das auf dem Bögen. Im Moment haben wir ja nur hier Octavia, die mit dem Bogen kämpft. Das nehmen wir ihr aber später wieder weg, denn wir bekommen ja noch einen richtigen Bogenschützen. Das ist nur zum Verkauf. Das ist nix. Das hier. Natürliche Rüstung. Du hast ein Amulett. Bist du noch natürliche Rüstung? Ja. Dann kann der Tank das erstmal haben. Du hast einen Umhang. Du hast einen Umhang. Du auch. Lindsay kriegt jetzt einen Umhang. So. Harim kriegt auch einen Umhang. So, die beiden Dinger hier sind für unsere Stoffis. Erstmal noch verwahren. Und das hier ist Konstitution. Konstitution kriegt unser Tank. Bitteschön. Irgendwelche Rezepte oder so bekommen? Nö, sieht nicht danach aus. Gut. Dann hätten wir das. Wie versprochen, heute eine längere Folge, kein Ende. Wir reisen jetzt zurück zu Yamandi Aldori und geben das Ding endlich mal ab. Da liegt unsere Beute. Das haben wir zurückgelassen. Und auch wieder ein paar Goldstücke. So. Ich will mal einmal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wir sind bei 66 Tagen und 17 Stunden. Ich überlege, ob wir jetzt auf dem Rückweg ein bisschen erkunden noch. Oder ob wir das Track durchziehen. Ein bisschen kommen wir hier vorbei. Müsste eigentlich. Ich speichere den ganzen Spaß mal, bevor wir uns nämlich verrennen und auf dem letzten Meter im Endspurt quasi verkacken. Das muss nicht sein. Aber ich will auch jetzt hier nicht für später Zeit verlieren, deswegen mal der Test. Ich versuche jetzt mal hier zu erkunden, dann hier rechts rum. Dann nehmen wir den alten Tafelberg mit. Dann geht's hier links am Fluss. Dann setzen wir hier über. Und entweder erkunden wir dann hier in der Mitte, zentral ein bisschen, oder machen den Weg hier oben rum und erkunden da noch. Das schauen wir dann, wenn wir erstmal so weit kommen. Ach, hier hoch. Lichtung in der Wildnis. Dieser Teil der Nahemark ist sehr artenreich und beheimatet eine Vielzahl von Tieren. Dies lockt zahlreiche Jäger an, schreckt Reisende aber ab, da Angriffe wilder Bestien keine Seltenheit sind. Die nehmen wir mal eben mit. Da können wir dann auch gleich rasten. Ja, komm, wir rasten hier eben. Wir haben alle Positionen belegt. Die meisten Adligen, die ich getroffen habe, waren arrogant, sogar im Umgang mit Gleichgestellten. Doch ihr schämt euch nicht, eure Mahlzeiten mit früheren Sklaven einzunehmen. Ich habe lange unter Söldnern gelebt und das ist ein bunter Haufen. Von Adligen bis zu gebrandmarkten Sträflingen ist alles dabei. In so einer Situation lernt man rasch, die Leute nach ihren Fähigkeiten zu beurteilen, nicht nach den Farben ihres Wappens oder des Alters ihres Stammbaums. Fortfahren. Onward! Can you make an epic pose? I need inspiration. Wolf aus Schleichers Rudel, ich bin gerade am überlegen, ob das nicht für später eigentlich eine Quest ist hier. Ha. Ich glaube, da müsste gleich eine Höhle kommen, oder? We cannot be defeated. Go down!
Ich meine, wir müssen Schleicher irgendwann mal für eine Quest umnatzen. Oder irgendwas führt uns hier auf jeden Fall hin. Boah. Aber echt, Leute, ich habe keine Ahnung mehr. Ich denke mir bei sowas immer, wenn man das nicht vorher machen sollte, dann wird es vorher auch keinen Zugang geben. Es regnet schon wieder. Und stürmt. Eieieiei. Geht mal in die Höhle rein. Ich glaube, so viel Unwetter hatte ich noch nie bei Pathfinder Kingmaker. Wie in dieser Session. Also. Wow. Da ist Lindsay fast vom Blitz getroffen worden. Ach, kommt her. Onwards. We can do it. We will be victorious. Ja, und der Schleicher, der fällt uns nämlich gleich in den Rücken. Moment. Tank mal schon mal hier nach hinten. Harim legt sich erstmal schlafen. Da kommt der Schleicher nämlich. Aber ich weiß nicht mehr, ob das einfach nur so war hier oder... Na, ich glaube auch tatsächlich, egal ob wir den Erfolg schaffen oder nicht, von der Zeit her so effektiv in so kurzer Zeit so viel erkundet, aber auch nebenbei. Weil wenn ich den Erfolg gemacht habe, habe ich bis jetzt auch immer alles links liegen lassen, komplett. Und habe nur das Notwendige gemacht, um zum Hirschkönig zu kommen. Und das auch noch schnell, schnell. Ist doch nur Regen, gehen wir weiter. Das heißt, wir sind jetzt hier in relativ kurzer Zeit, haben wir ziemlich effektiv hier die Karte erkundet. Für die Zeit. Das geht natürlich noch besser. Aber das braucht auch mehr Zeit. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, muss man in der Zeit die Quest abgeben oder den Hirschkönig töten? Weil wenn es um das Hirschkönig töten geht, dann sind wir da dicke drin. Wir haben nicht mal 30 Tage dafür gebraucht. Das weiß ich gar nicht, weil wenn das nämlich... Zufallsbegegnung, kämpfen, nehmen wir mit. Weil wenn das nämlich nur darum geht, den Hirschkönig zu töten,
dann könnte man sich theoretisch ja hinterher auch alle Zeit der Welt nehmen und in Ruhe erkunden, aber darauf will ich es jetzt nicht ankommen lassen. Mal gucken. Ja, sieht nach Goblins aus. Oh nee. Eber. Einer? Okay. Okay, die müssen rasten. Ja, eben gucken, ob hier noch irgendwas auf der Map ist. An Gegnern. Sieht nicht danach aus, nein. Dann sollt ihr rasten. Nee, die müssen nicht rasten. Die haben schon wieder zu viel im Gepäck. Eben was wegwerfen. Der Schild kann auch noch weg. Der da, er ist nichts wert. Der ist 288 Goldmünzen. Weg, den schleppen wir mal noch besser mit rum. Na. Gehen. Resting would be nice, don't you think? Noch nicht. So. Geht schon wieder raus. Was ist denn hier? Was gibt's? Ach, der Werwolf. Ja, ich erinnere mich. No stopping now. Follow me. Nein, ich nicht rasten, den Sie. So, jetzt können wir rasten. Was für ein trauriges Verlassungsland. Gesetzlosigkeit führt überall zu Verzweiflung und Leere. Glaubt mir, Recht und Gesetz können in den Dienst des Bösen gestellt werden und noch mehr Grausamkeit und Leid hervorbringen. Da hat die Octavia durchaus recht, ne? Erkunden wir hier auf jeden Fall. Das liegt eher auf dem Weg. Jo. Schreckliches Skelett Elite, okay. So viele Ladebildschirme zum Rausschneiden wie hier. Da werde ich gleich noch einiges zu tun haben. Das liegt nicht nur an der Länge, sondern auch, dass so viele Kleinigkeiten hier sind diesmal. Onwards. Weiter geht's. So. Ich nehme aber hier den kürzeren Weg, da ist auch was zu erkunden. Jo, wir rasten im Fluss, okay. Geht's
entlang. Und dann dort. Ja, nochmal rasten. Und danach ziehen wir es, glaube ich, an einer Tour durch. Die sind aber auch schnell erschöpft gerade, wow. Ihr seid merkwürdig, Harem. Zwerge sind eigentlich immer unterhaltsam. Sie hängen an der Flasche, spielen gern und schreien viel, aber ihr murmelt immer nur vor euch hin. Ich werde von einer Barbarin als seltsam bezeichnet, die sich blindwütig in jeden Kampf stürzt und nicht an die Unausweichlichkeit des Todes glaubt. Das ist wirklich bemerkenswert. Direkter Weg jetzt zu Olegs Handelsposten. Keine Rast mehr, das machen wir dann in Olegs Handelsposten. So. Gehen wir mal die Quest ab. Wieder Nacht hier. Das müssen wir, ich guck mal eben ins Tagebuch. Dich beweisen. Ja, das haben wir ja gemacht. Amiri hat ihre Prüfung bestanden, doch selbst das scheint ihr noch nicht zu reichen. Sie verlangt, dass wir ein weiteres Monster finden und ihr erneut erlauben, sich im Kampf zu beweisen. Man sollte meinen, sie bekäme schon genug Gelegenheiten, ihr Schwert zu schwingen. Tja, immerhin sind wir in den Raublanden, wo es Monster im Überfluss gibt. Ja. Und die Raublandnähe. Der Hirschkönig ist besiegt, seine eiserne Hand herrscht nicht länger über die Raublande. Wir sollten eiligst zum Handelsposten zurückkehren und Oleg die gute Nachricht überbringen. Vielleicht sollten wir Nugra, den Druiden, finden, den wahnsinnigen Vater des Hirschkönigs. Ja, das haben wir ja. Yamandi Aldori sagte, dass wir höchstens 3 Monate Zeit haben, um die Raublande zu erobern. Das klingt, als wäre es reichlich Zeit, aber wir sollten dennoch im Auge behalten, wie viel Zeit vergeht. Tatsächlich ist auch erst in 10 Stunden sind erst die 60 Tage um. Vorzüglich. Adam. Jod. Ja, komm, wir quatschen mal Oleg an. Erstmal verticke ich ein bisschen Ware. Das schneide ich euch wieder raus. Verkürzt ein bisschen die Zeit vom Let's Play. So, 3000 Goldmünzen hat uns der Handel gebracht und die wertvollsten Sachen haben wir noch im Inventar, weil ich später noch gucken will, ob wir damit die anderen Charaktere ausrüsten können. Voll gut. Oleg. Schlitzzahn ist tot. Ihr könnt euch seinen Kopf als Trophäe an die Wand hängen. Oleg wirft einen respektvollen Blick auf den blutigen Kopf des Ebers und berührt dessen Hauer, als wolle er deren Schärfe prüfen. Was für eine Bestie, ich hätte gern eine solche Trophäe, aber Geschäft ist Geschäft. Den Kopf bekommt der alte Benson und seine Belohnung soll euch gehören. Der Hirschkönig ist Geschichte. Wir haben seine Festung gefunden und diesen Mistkerl ins Jenseits geschickt. Oleg sieht dich mit respektvoller Bewunderung an. Und das ist gut so. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich in den Raublanden leben, anstatt immer nur zu versuchen zu überleben. Oleg seufzt, zweifellos werden jetzt mehr Leute hierher kommen. Der Handel wird aufleben, aber der Lärm, den all die Besucher machen werden. Nun, das ist wohl nicht euer Problem. Ich wette, ihr könnt es kaum erwarten, nach Restov zurückzukehren und von eurem großen Sieg zu berichten. Restov wartet, ich werde umgehend dorthin aufbrechen. Der Nebel scheint sich zu lichten, aber wir sollten warten, bis er sich ganz verzogen hat. Ich werde einstweilen einige Vorräte zusammenstellen, damit ihr die Heimreise nach Restov genießen könnt. Ja, gute Arbeit. Schön, dass ich mein Gespür für gute Leute nicht verloren habe. In die Raublande zu gehen und mit dem Kopf des Hirschkönigs zurückzukehren, hätte nicht viele geschafft, aber ich wusste, auf euch ist Verlass.
Ihr habt ihn schneller umgesetzt, als ich erwartet hatte. Das ist gut. Ihr habt nicht viel Zeit und die Monate, die ihr für uns gewonnen habt, waren ausgesprochen hilfreich. Vor allem Bürgermeister Selimus war sehr zufrieden und bat mich, euch dieses kleine Zeichen der Anerkennung zu geben. Ja, wir haben den Schutzherrn bekommen. Das ist tatsächlich, wir haben den Erfolg geschafft. Sehr geil. Du hast Yamandi Aldoris Auftrag, den Hirschkönig auszuschalten, ausgeführt und das erstaunlich schnell und effizient. Sehr cool. Ach, ich freue mich gerade, dass der Plan aufgegangen ist. Glückwünsche sind angebracht. Ihr werdet heute vor den Augen der feinen Gesellschaft von Restov den Titel einer Baronin erhalten. Sogar Natala Sotova persönlich wird der Ehrung beiwohnen. Die Götter segnen sie. Morgen könnt ihr in die Raublande zurückkehren, wenn das euer Wunsch ist. Dann aber als Herrscherin. Natala Sotova, Schwester von König Noleski und eine der beeinflussreichsten Politikerinnen in Brevoy. Ich habe mir den Mund heute ganz schön fusselig geredet. Aber gut. Da müsst ihr jetzt durch. Aber Staatsangelegenheiten können warten. Genießt nun das Fest, das euch zu Ehren vorbereitet wurde. Alle führenden Persönlichkeiten der Stadt sind gekommen. Das ist eine großartige Gelegenheit, einige nützliche Kontakte zu knüpfen. Apropos Kontakte, ich möchte euch Kassil Andruri vorstellen, meinen Adoptivsohn und Schüler. Er ist ein vertrauenswürdiger Mann. Ich würde ihn euch gerne als Gesandten zur Seite stellen. Kassil, ein junger Halborg mit makellosem Auftreten, verneigt sich mustergültig vor dir. Yamandi, was für ein Spiel spielt ihr? Ich denke, ich habe das Recht zu erfahren. Ja, dieses Recht habt ihr zweifellos, aber sagt mir zuerst, wie gut seid ihr mit der politischen Geschichte von Brevoy und der derzeitigen politischen Stimmung vertraut? Meine Erklärung ist nämlich nicht ganz einfach. Was muss ich über die Geschichte von Brevoy wissen? Das heutige Brevoy bestand ursprünglich aus zwei Ländern, Rostland und Issia. Vor 200 Jahren verstrickten sie sich in ständige Streitereien. Dann betrat Koral der Eroberer die Bühne und vereinte die beiden Länder zu einem Staat. Derlei diplomatische Kniffe sind nicht sonderlich schwierig, wenn man über Drachen gebietet. Die sogenannten Adelshäuser von Brevoy, in erster Linie Sotova, Orlovsky und Lebeda, herrschten einst über Issia. Wir, die Aldori, waren die Herrscher von Rostland. Das von Koral dem Eroberer gegründeten Königshaus Rogavia zwang uns, ihm Gehorsam zu leisten. Aber 200 Jahre reichen nicht aus, um mit einer derart bewegten Geschichte abzuschließen. Selbst nach 2000 Jahren könnten wir die Herrschaft Issias nicht akzeptieren. Brevoy ist ein Land, das an seinem seidenen Faden hängt und dieser Faden wird immer dünner. Uiuiui, so viele Sachen zu lesen. Also Brevoy haben wir auf jeden Fall schon, Sotova auch. Orlovsky erinnere ich mich nicht. Das Haus Orlovsky kontrolliert den Nordosten von Brevoy. Ab der Adler wacht auf dem Berg Veshka. Er versucht, sich aus politischen Zwistigkeiten herauszuhalten. Als unerschütterliche Verbündete des verschwundenen Hauses Rogavia ist die Familie in eine prekäre Situation geraten. Sollte Lord Pole Orlovsky beschließen, sich gegen Noleski Sotova zu erheben, könnte er sich potenziell mit den Häusern Gares und Medvien zusammenschließen. Gemeinsam könnten die drei Häuser die Nachschub- und Reisewege zwischen den beiden Machtzentralen des Hauses Sotova, Eishafen und Neustetwen unterbrechen. Der Leitspruch des Hauses lautet Hoch droben. Lebeda hatten wir auch noch nicht, oder? Das Haus Lebeda liegt am Rekjalsee im Südwesten von Brevoy und kontrolliert die Ebenen sowie einen Großteil der Frachtgeschäfte auf See. Die Adelsfamilie verkörpert Rostland wie keine andere in Brevoy, denn sie hat taladianisches Blut, schätzt die feineren Aspekte des Lebens und liebt den Schwertkampf. Ihr Leitspruch lautet Erfolg durch Anstand. Issia hatten wir auch noch nicht. Die Piratennation Issia war eines der beiden Länder, aus denen heute Brevoy besteht und entlang des Sellen allerort bekannt und gefürchtet. Am Ufer des Nebelschleiersees gelegen, hatte Issia eine unbarmherzige Geografie, die seine Bevölkerung dazu zwang, klug und unnachgiebig vorzugehen und zu überleben. Aldori hatten wir. Rostland hatten wir. Koral dem Eroberer hatten wir, Königshaus Rogavia hatten wir auch schon. Was muss ich sonst noch über die derzeitige politische Stimmung wissen? Wir, die Aldori und die großen Adelshäuser, haben 200 Jahre lang unter der Herrschaft von Invasoren ausgeharrt. Dem Königshaus Rogavia. Wir haben Ränke gesponnen, Pläne geschmiedet und uns gegenseitig Dolche in den Rücken gestoßen.
Doch eine offene Konfrontation stand nie zur Debatte. Aber dann, vor einigen Jahren, ist das Haus Rogavia verschwunden. Niemand weiß, wie oder warum, aber eines Tages waren ihre Häuser einfach leer und damit hatte die Macht, die Brevoy zusammengehalten und uns vor blutigen Fäden bewahrt hatte, aufgehört zu existieren. Derzeit steht Brevoy unter der Herrschaft des Hauses Sotova, den einstigen Königen von Issia, aber ihre Macht ist nichts im Vergleich zur Macht, die das Haus Rogavia hatte. Deshalb stehen sich die Häuser Sotova und Aldori nun gegenüber. Sie starren sich in die Augen und warten darauf, dass die Gegenseite ihr Schwert zieht. Das ist eine unvertretbare Situation. Niemand will einen Bürgerkrieg, der Brevoy mit Blut überzieht. Aber ein Frieden zwischen unseren Familien ist undenkbar. Welche Rolle spiele ich in euren Plänen? Rostland fordert seine Unabhängigkeit zurück und wird sie bekommen. Die Macht der Essianier über uns ist demütigend und kostspielig. Und die Sotovas werden uns nicht kampflos in die Freiheit entlassen, wenn nicht eine fremde Macht eingreift und alle Beteiligten zu Verhandlungen zwingt. Ihr seht, wohin das alles führt. Die Raublande sind ein Ungebiet. Brevoy kann sie nicht in Besitz nehmen, ohne in den benachbarten Ländern Probleme zu lösen. Würden aber einige mutige Leute auf diesem Land unabhängige Staaten gründen, sehe es anders aus. Ich hoffe, dass ihr und eure zukünftigen Nachbarn Baron Istrelev und Hauptmann Mega unsere Verbündeten werdet. Aber selbst eure Neutralität wäre ein starkes Gegengewicht zur Aggression der Adelshäuser. Vielleicht lässt sich die unvermeidliche Teilung Brevois mit eurer Hilfe ja ohne allzu großes Leid bewerkstelligen. Haben die Schwertfürsten anderen Verbündeten im Ausland, die übernehmen könnten? Wir hoffen auf etwas Hilfe durch die Aldori aus Mivon, den Erben der Schwertfürsten, die vor Korals Zorn, um im Süden eine neue Nation zu begründen. Aber das wissen auch die Isianier und sie tun alles, damit wir diese Hilfe nicht bekommen. Ich will euch nicht mit Details langweilen, aber sollte in Brevoy ein Bürgerkrieg ausbrechen, wird Mivon zu sehr mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt sein, um uns zu helfen. Mivon ist eines der stabileren Flusskönigreiche. Es begann als Zufluchtsort der Aldori-Schwertfürsten, die während der Herrschaft des Korals der Eroberer aus dem Rostland geflohen waren. Zahlreiche Schwertfürsten ließen sich in Mivon nieder und brachten die Erfahrung, das Wissen über die uralte Disziplin der Schwertfürsten mit. Krieger aus so entfernten Orten wie Garund pilgerten nach Mivon, um ihre Geheimnisse zu studieren. Um sich das Bleiberecht zu verdienen, musste der Bewerber eine Reihe von Duellen mit zunehmender Schwierigkeit absolvieren. Welche Rolle spielt Restov im Spiel? Restov, eine freie Stadt, die stolz auf ihre Unabhängigkeit ist und auch von den Aldori-Schwertfürsten. Aber wenn es um die Befreiung von Rostland geht, ziehen wir alle an einem Strang. Wir haben den gesamten Plan gemeinsam mit Bürgermeister gearbeitet. Wenn Natala schon hier ist, warum hat sie Zugelassil gewährt? Tatsächlich könnte sie immer noch einschreiten und meine Pläne durchkreuzen, allerdings ist sie eine Sotova. Ihre Spiele sind stets komplex und vielschichtig. Die Sotovas versuchen immer, Niederlagen in Siege umzumünzen. Wenn sie zulässt, dass ihr Baronin werdet, hat sie garantiert schon eine Idee, wie sie das Ganze zu ihrem Vorteil nutzen kann. Wir sollten uns also überlegen, wie sie das anstellen könnte. Vielleicht ist ihr klar, dass sich Rostland unweigerlich abspalten wird und sie will keinen Krieg. In diesem Fall würden neue Staaten in den Raublanden der Isianer einen Grund geben, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren. Aber das ist eine sehr optimistische Sichtweise und um ehrlich zu sein, passt das nicht zu den Sotovas, wie wir sind. Viel wahrscheinlicher euch auf ihre Seite ziehen will, falls kommt und uns einer von euch in den Rücken Rostland von Feinden umgeben. Das könnte reichen, um unseren Untergang zu besiegeln. Aber ihr würdet zuerst fallen und die gebildeten Staaten würden zerstört. Die Isianer sorgen immer dafür, dass es jedem Kastanien für sie aus dem Feuer holt. Ich gebe euch einen guten Rat. Macht keine Geschäfte mit dem Haus Sotova. Egal, was sie euch versprechen. Jeder packt mit dem Adel dem Teufel. Wie geht's jetzt weiter? Woher soll ich das wissen? Mitten in einem großen Spiel und ab heute seid ihr kein Spielstein mehr, sondern eine der Spielerinnen. Danke für die Erklärung. Ich hoffe, ihr wisst besser, was auf dem Spiel steht. Ich brauche keinen Gesandten. Wisst ihr schon von meiner Begegnung mit Tatushio? Natürlich, Kesten hat mir bereits Bericht erstattet. Der Schurke hat bekommen, was er verdient. Es wäre naiv zu glauben, dass keiner eurer Nachbarn versuchen wird, sich in eure Angelegenheiten zu mischen. Vor allem dieser schlaue Fuchs Irovetti. Ich brauche keinen Gesandten. Denkt nicht, dass ich euch eine Amme oder einen Spion zur Seite stellen will. Wir sind jetzt Nachbarn. Ihr braucht an eurem Hof einen Botschafter, der Politik in Brevoy vertraut ist. Wenn ihr Kassel nicht wollt, steht frei, jemand anderen auszuwählen. Aber ich kann nicht für die Loyalität oder die Vertrauens eines anderen Gesandten bürgen.
Danke, ich werde jetzt mit den Gästen sprechen. Genießt den Abend, kommt zu mir, wenn ihr für den offiziellen Teil bereit seid. Ein adeliger Empfang. Unsere Heldin verdient eine Belohnung für ihre Taten, den Titel einer Baronin. Die gesamte feine Gesellschaft von Brevois ist gekommen, um der Zeremonie beizuwohnen. Selbst Natala Sotova beehrt die Feierlichkeiten mit ihrer Anwesenheit, obschon sie bereit zu sein scheint, einzuschreiten. Was könnte es sein, das den Adel so sehr quält? Niemand weiß es. Vielleicht versteht es Aydin Garuda, sobald sie selbst eine Adelige ist. Unter die Gäste mischen. Ein Empfang der feinen Gesellschaft hat immer einen vortrefflichen Unterhaltungswert. Man kann teuren Wein trinken und sich mit winzigen Brötchen auf Zahnstochern den Bauch vollschlagen. Oder man verzichtet auf die Schlemmerei und knüpft einige nützliche Kontakte. Hauptland ist abgeschlossen. Ja, das ist fertig. Schlitzzahn ist auch fertig. Dich beweisen, ja, das ist Amiris Quest, die läuft noch. Inventar, wir wollen uns mal das Schwert angucken noch. Wo ist es denn? Schutzherr, das ist das Duellschwert. Wenn man denn dann mit Duellschwertern umgehen kann, ist das recht nice. Und macht einem das Spiel doch gerade so früh recht angenehm. Ja. So viel dazu. Darum ging es. Dieses Schwert, Schutzherr, ist die Belohnung, wenn man in so kurzer Zeit durch die Raublande rast und den Hirschkönig fertig macht. Ohne Umwege, ohne großes Palimpalim. Wobei, wir haben schon relativ viel erkundet und da haben wir uns auch gut, wir haben es knapp gemacht, aber das war auch gut, weil dann haben wir auch später, wenn wir die Baronie haben, nicht mehr da oben in der Region so viel zu erforschen. Wir müssen dann nochmal hin, aber das wird schon gehen. Ja, Schutzherr, Duellschwert. 3 bis 10 Schaden, ein W8 Schaden, Hieb, plus 2 Schaden durch Verbesserung. 5 bis 12 Schaden, wenn ausgerüstet, macht das Ding. 19 bis 20 mal 2 bei kritischem Treffer. 2 Fuß Nahkampfreichweite. Es ist exotisch, gehört zur Umgangsgruppe. Ist zweimal verbessert, treu, Finesse. Dieses plus 2 Duellschwert weigert sich, Personen zu attackieren, die zu schützen seinen Träger geschworen hat. Angriffswürfe gegen verbündete Ziele werden daher mit einem Malus von minus 5 belegt. Ja. Alles klar, die Party genießen wir beim nächsten Let's Play, quatschen dann ein bisschen mit den Leuten. Für heute soll es das gewesen sein. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich dann. Wenn euch interessiert, wie die nächsten Let's Plays abfolgen, dann lasst auch gerne ein Abo da. Dann bekommt ihr Bescheid, sobald ich neue Videos hochlade. Und auch darüber freue ich mich sehr. Wenn ihr den Algorithmus von YouTube ärgern wollt, dann haut auch noch einen Kommi rein. Ihr helft mir damit und dann werden noch viel mehr Leute auf den Kanal aufmerksam. Mir bleibt dann nur zu sagen, bleibt so großartig, wie ihr seid. Bis dann, euer Ben. Ciao.